23. Juni 2014 wurde das Gelände der Commerzbank Arena in Frankfurt in einen Platz für eine kleine Fußball-Weltmeisterschaft umfunktioniert. Die Respekt-WM der Initiative Respekt – Kein Platz für Rassismus, der IG Metall und vielen weiteren Kooperationspartnern war ein voller Erfolg. 20 Mannschaften aus ganz Deutschland kamen angereist, um ein faires und respektvolles Turnier auszutragen. Neben der sportlichen Leistung standen aber vor allem kritische Themen rund um den Fußball und die Machenschaften der FIFA im Mittelpunkt. Irene Schulz, Vorstand der IG Metall, übernahm das Grußwort. Wir sind stolz, dass wir diese Aktion heute als IG Metall gemeinsam mit der Initiative Respekt gegen Rassismus hier heute durchführen. Ja, das ist ein Highlight in diesem Respektjahr sozusagen. Wir wollen eine Verbindung herstellen zur Fußballweltmeisterschaft und haben deswegen die Mini-WM ausgetragen mit 20 Mannschaften. Ich bin richtig stolz, dass so viele angereist sind aus der ganzen Republik. Und der Hintergrund ist natürlich auch ein bisschen kritischer, weil auf vielen Baustellen in Brasilien, in Katar vor allen Dingen, respektlos mit Menschen umgegangen wird. Darauf wollen wir hinweisen. Das ist sozusagen der inhaltliche Schwerpunkt auf die skandalösen Bedingungen der Menschen, die eigentlich die Stadien bauen und Weltmeisterschaften eigentlich erst ermöglichen. Als Gewerkschaft fordert die IG Metall, dass diese menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen bei Großveranstaltungen weltweit kritisiert und verändert werden müssen. So Dietmar Schäfers, stellvertretender Bundesvorsitzender der IG Bau. Hinter der Fassade jedoch herrscht Leid, Ausbeutung und Menschenrechtsverletzungen der rund 1,3 Millionen Wanderarbeiter aus Nepal, Indien, Pakistan und auch zunehmend aus Europa, aus Rumänien. Und die internationale Gewerkschaftsorganisation der Bau- und Holzarbeiter zeigt mit ihrer Kampagne Red Card for FIFA der Weltöffentlichkeit, dass aller Glanz auf Knochen derer gebaut ist, die man auf Werbeprospekten nicht zeigt. Der Kampf um Respekt und Gerechtigkeit ist eben kein einfacher, jedoch in unseren Augen der einzigst richtige. Viele unserer Botschafter unterstützten das Event. Patrick DeWayne, Botschafter und Moderator, führte durch den gesamten Tag und leitete den wohl wichtigsten Programmpunkt, die Talkrunde mit dem Thema Wetten, Korruption, Rassismus, Homophobie. Ist der Fußball ein Spiegel unserer Gesellschaft? Ja, das Turnier ist super, dass man das so groß aufziehen kann und dann noch so einen politischen Aspekt da reinbringt, finde ich auch gut. Also ich finde die Veranstaltung wirklich gut und ja, also das Thema auch, weil ich ja auch in der IG Metall Jugend bin und ja, da ist es, also ich finde es gut, dass man das dann so mit dem Sport verbindet, weil da kann man sehr viele Leute mit erreichen. Ja, yeah, for real, I'm having fun, you know. Everything nice. Give thanks to God, you know, for the gathering, seeing enough people around here. It's a great experience, you know. Also ich bin jetzt echt, wie soll ich denn sagen, es ist optimal, gut gemacht und finde ich gut, die Kinder freuen sich auch. Yeah, we are having fun, you know, as you see it, you know, everybody is feeling happy, yeah, to entertain our body, you know. Wie alles bei Respekt, toll, weißt du doch. Aber nein, es ist eine wunderschöne Veranstaltung, es ist ein super Ambiente, toller Platz, Wetter, es spielt mit. Wir sind auch eine Firma mit einer sehr gemischten Beschäftigungszahl, also mit verschiedenen Nationalitäten, Italiener, Russen, Deutsche, ich will nicht jetzt sagen Ostdeutsche, alle Nationalitäten und alle kulturellen Prägungen sind halt bei uns in der Firma vertreten und deshalb macht es uns auch so Spaß, hierher zu fahren. Wir haben an jeder Pforte ein großes Respekt-Poster hängen und fühlen uns damit schon sehr verbunden. Yes, as a Rastaman, respect is something we always have to pay attention to. Yes, because with respect you can meet all aims and challenges, you know me. Yeah, so respect is very important. Die Flüchtlinge, die in Lampedusa ankamen und mittlerweile in Frankfurt angekommen sind, bildeten eine eigene Mannschaft. Gemeinsam mit der AWO Frankfurt und vielen Bürgern unterstützt die Initiative Respekt seit Monaten das Leben der Flüchtlinge, unter anderem mit einem wöchentlichen Fußballtraining.
Die Jungs kommen fast alle aus Nigeria und Ghana, sind geflohen hierher nach Europa, wollten ihr Leben machen hier in Europa, sind in Italien angekommen, haben gesehen, es funktioniert nicht, da gibt es keine Jobs, sind nach Deutschland gekommen und haben gesehen, es funktioniert nicht, hier kriegen sie keine Arbeitserlaubnis, obwohl es Jobs gibt, und hängen jetzt so ein bisschen in der Luft. Wir begleiten die seit ein paar Monaten und machen auf ihre Situation aufmerksam, aber auch auf das europäische Flüchtlingsrecht, was grundsätzlich problematisch ist, weil die Jungs, die Mädels, diejenigen, die hierher flüchten, die nach Europa kommen wollen, einfach nie irgendwo richtig ankommen, nie wirklich ihr Leben irgendwo machen können. Das ist ein Problem. Der Tag diente dem zwischenmenschlichen Austausch, kritischer Reflexion, Forderungen für Gerechtigkeit und Spaß an sportlicher Tätigkeit und Fair Play und benötigte dabei keinen auf Hochglanz polierten Eventcharakter. Den Respektpokal räumte die Mannschaft der Planko GmbH und Co. KG ab. Respekt und Fußball gehören eben einfach zusammen.